Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fahrt zur Hölle Box von Hangar X. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fahr zur Hölle von Hangar X, das Ganze am 5. April 2019 erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box aus Metall und auf der Vorderseite, auf dem Boxdeckel, haben wir hier die vier Herrschaften der Band abgebildet. Einerseits so von vorne, also ganz regulär fotografiert, so ab Oberkörper, würde ich mal sagen, so ab Gürtelhöhe. Und das Interessante ist, darüber hinaus haben wir dann auch noch die roten Gesichter hier übergelagert, die wohl ziemlich wütend oder ja, ziemlich geladen sind hier. Die sind ziemlich am Schreien. Also einmal so ganz regulär und friedlich und einmal hier eben voller Zorn, voller Wut hier am Brüllen. Hangar X, Fahr zur Hölle, lesen wir hier in der Mitte. Ansonsten ist das Ganze hier komplett in Schwarz gehalten. Und was auch noch interessant ist, ist, dass dieser Boxdeckel hier so etwas angeraut ist. Also der Rest der Box ist so im Hochglanz in Schwarz. Allerdings hier, das ist so eine ganz feine Oberfläche. Ihr seht hier auch die Körnung, also hebt sich deutlich ab. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch einen Aufkleber. Hier lesen wir Hangar X, Fahr zur Hölle, Ausstattung. Digipack, Bonus-CD, Fanschall, Autogrammkarte mit Unterschriften, Sturmfeuerzeug und Aufkleber. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Jawohl. Also, der Deckel ist nicht zu klappen, sondern wirklich komplett abnehmbar. Das gefällt mir schon mal gut. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich im Digipack. Dann haben wir hier die Bonus-CD. Einen quadratischen, beziehungsweise nein, einen runden Sticker. Eine Autogrammkarte. Dann den Fanschall. Und das dürfte dann wohl das Sturmfeuerzeug sein. So, von innen sieht die Box so aus. Also ganz klassisch hier in Silber, in diesem Metallic Silber gehalten. Packen die Box mal zur Seite und holen die einzelnen Sachen hier mal aus den Folien. So, einmal der Fanschall. Autogrammkarte. So, das ist dann auch noch in Folie. Ebenso wie das Sturmfeuerzeug. So. Jawohl. Gut, jetzt haben wir hier endgültig alles aus der Folie geholt. Machen hier nochmal Platz und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also vom Cover her wie auch schon der Boxdeckel. Allerdings hier jetzt nicht so im Hochformat, sondern mehr so im quadratischen bzw. im rechteckigen Querformat. So sieht das aus. Auf der Seite lesen wir auch wieder Hangar X, Fahr zur Hölle. Und dann haben wir unten noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Tracks sind hier mit drauf. Auch hier wieder gibt es einen Barcode. So, als erstes werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Intro, Fahr zur Hölle. Okay, also das Intro dürfte wohl ohne Text auskommen. Da dürfte es keine Lyrics geben, aber wir haben dann hier den Track Fahr zur Hölle und hier haben wir die Lyrics abgetippt. Und das in dem schwarzen Kästchen, das dürfte dann wohl der Refrain sein. Jawohl, das zieht hier so durch, schwarz-rot, sehr schöne Farbkombi. Und dann haben wir hier wirklich Track für Track abgetippt. Dann hier eine Doppelseite in Schwarz-Weiß, hier ein Foto der vier Jungs. Weitere Texte. Jawohl. Eben auch unterlegt mit diesen schreienden Gesichtern. Und zum Abschluss gibt es ja noch die Credits zum Album. Also wer war daran beteiligt, wer hat gemixt, gemastert, über welches Label ist das erschienen und. All das können wir hier dann nachlesen. Also rein vom Booklet her sehr schön. Und dann haben wir noch diesen brennenden Kopf mit den Hörnern.
der auch hier nochmal zum Vorschein kommt. Also das dürfte wohl das Logo sein des Albums, denn das Hangar X Logo, das ist ja mehr oder weniger dieses hier. Aber dieser brennende Kopf hier, der sieht echt mächtig aus. Also der gefällt mir übertrieben gut. So eine Mischung aus Punisher-Schädel und irgendwie, ja, Chicago Bulls oder generell so ein gehörntes Tier. Wie so ein Stier, also das ist echt, echt mächtig, dieses Logo. Hangar X Fahrzeuge lesen wir auch hier wieder auf der CD. Darunter natürlich riesengroß dieser Kopf. Dann haben wir hier nochmal die vier Jungs in Schwarz und Blau abgebildet. Dann kommen wir zur Bonus-CD. Die sieht so aus. Kommt in einer einfachen Papphülle. Und auch hier, jawohl, haben wir wieder diesen riesen roten Schädel abgebildet. Hier unten lesen wir noch Bonus. Und was haben wir an Bonus hier? Zwei Tracks, frei zu sein und ihr könnt mich alle mal. Und dann noch das Video zu Fahr zur Hölle. Also zwei Bonus-Tracks und ein Videoclip gibt es hier dann noch oben drauf. Auf dieser Bonus-CD. Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt echt nur für die Boxkäufer exklusiv ist. Wenn man das Album regulär im Handel kauft, also ohne Box, wirklich nur das Album an sich, hat man diese Bonus-CD, denke ich mal, nicht dabei. Dann gibt es noch einen Sticker. Wie sollte es anders sein? Auch hier wieder dieser brennende Schädel mit den Hörnern. Schöner Sticker hier. Und wenn man den dann hier aus der Form löst, ist er dann kreisförmig. Eine Autogrammkarte ist mit dabei und hier haben alle vier Bandmitglieder unterschrieben. Jawohl, das ist wirklich unterschrieben und nicht aufgedruckt. Man sieht es hier, das wurde mit so einem weißen Stift gemacht. Und das freut mich immer sehr, speziell wenn das jetzt Bands sind mit mehreren Mitgliedern, in diesem Fall vier, dass man es wirklich geschafft hat, dass alle vier hier unterschrieben haben. Sehr schön. Hangar X lesen wir hier oben. Und hier haben wir dann die vier Mitglieder der Band, Max, René, Wolfgang und Matthias, alle vier hier abgebildet. Auf der Rückseite sieht das so aus, also könnte man eventuell auch als Postkarte verschicken. Ich werde das nicht machen, ich werde meine natürlich behalten. Dann haben wir noch mit dabei ein Sturmfeuerzeug, auf der einen Seite glatt in Schwarz und auf dieser Seite dann oben gebrandet mit dem Bandnamen. Und darunter lesen wir dann wieder Fahr zur Hölle, inklusive dieses wunderbaren Logos. So sieht das aus. Also kann man gut verwenden, entsprechend dann befüllen und dann Sachen damit entzünden. Schönes Sturmfeuerzeug. Was lesen wir hier noch? Von der Marke Zor. Okay. Und da kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das in diesem Fall ein Schal. Der Schal, wie auch das Artwork des Albums, in Schwarz, Rot und Weiß gehalten. Hier am Ende haben wir einmal Hangar X und dann lesen wir hier Fahr zur Hölle. Auch hier dann wieder Hangar X, das Logo. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal auf der Rückseite an. Jawohl. Ich habe zum ehrlich zu sein gehofft, jetzt habe ich es bestätigt. Auch hier auf diesem Schal haben wir dann diesen flammenden Kopf. Hier lesen wir dann wieder Fahr zur Hölle, in der Mitte dann groß Hangar X und rechts dann auch wieder den Albumtitel plus diesen brennenden Kopf. Also der ist echt von der Position her optimal platziert worden, denn wenn man das jetzt trägt, also wenn man sich jetzt einen Schal regulär um den Hals bindet, dann hat man ja immer hier diese zwei Enden hier so um die Brust oder ja auf Brusthöhe so rumbaumeln. Und dann kann man hier das entsprechend so positionieren, dass man hier wunderbar diese zwei brennenden Köpfe in den Vordergrund rückt. So, jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier einen Zettel haben, aber wir haben jetzt keinen aufgefallen, nein. Aber ich gehe mal davon aus, so wie diese meisten Fanschals, dass es sich um 100% Acryl handelt. Zettel ist hier sonst kein dabei, nein. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, 100% Acryl. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Fanschal, beidseitig bestickt. Dann dieses Sturmfeuerzeug, ebenfalls gebrandet. Die unterschriebene Autogrammkarte. Alle vier Jungs haben hier signiert.
Der Sticker kreisförmig mit dem Album-Artwork. Die Bonus-CD in der Papphülle mit den beiden Bonustracks und diesem Videoclip. Sowie natürlich das Album mit insgesamt 13 Tracks plus eben zwei Bonus, also 15 Tracks gibt es dann insgesamt. Fahr zur Hölle von Hangar X. Es ist das vierte Album. Und das alles in dieser wunderbaren Box Fahr zur Hölle von Hangar X. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hangar X unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.